Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück bei einer neuen Folge Minecraft. Heute in einer kleinen Testphase, könnte man sagen. Und zwar ist die Testphase folgendermaßen so gestaltet, ich sollte mal das Feuerzeug aus der Hand legen, dass ich Audacity jetzt auf meinen Laptop, das hier so rechts ganz schnieke neben mir steht, ausgelagert habe, in der Hoffnung, dass das alles gut klappt. Ich muss aber, glaube ich, mal die Aufnahmelautstärke ein bisschen runterdrehen. So vielleicht. Ja, sonst werden die Pixel nicht zu groß und dann fliegt euch nachher allen die Ohren weg. Ich hoffe, das passt jetzt alles. Ja, sieht gut aus. Ja, und zwar habe ich nämlich vor, jetzt mal länger am Stück aufzunehmen. Und das, keine Ahnung, das ist immer so. Ich finde, wenn man nur eine halbe Stunde aufnimmt. Moment, mal kurz was gucken. Achso, mein PC geht gerade ab, habe ich gehört. Nee, wenn man immer nur eine halbe Stunde aufnimmt, da schafft man immer nicht so wirklich was, finde ich. Und deshalb machen wir es jetzt so, dass wir einfach mal länger aufnehmen. Wir haben es jetzt 10 vor 2 am Nachmittag und ich bin frohen Mutes und werde jetzt mal irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben letztes Mal den Keller gestaltet. Kann das sein? Guck einfach mal in den Keller. Hallo, Keller! Ach ja, genau, wir waren ja hier unten dabei und hatten unser Nether-Portal gebaut. Richtig, da war ja was. Genau, und wir hatten hier unsere Eisenbahn gebaut, die wir ja jetzt hier in die Tiefe geleiten wollten. Und hier brauchen wir noch eine Stahltür. Ja, also wie man sieht, noch einiges zu tun, ja. Ich schau mal, was habe ich denn so dabei? Oh, eine giftige Kartoffel. Das ist ja traumhaft. Kurz hier rausrennen. Damit wäre die Kartoffel dann schon mal Geschichte. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder hier rein, würde ich sagen, ne? Noch eine Detector Rail, ja, haben wir noch ein paar dabei, das ist gut. Das ist gut, gut ist das. Warum haben wir denn einen Kompass? Ach, wollten wir erkunden gehen? Ne, eigentlich wollten wir doch erstmal, wollten wir nicht erstmal runter in die Höhle? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ich habe das schon wieder alles vergessen und ich hätte vorher auch noch vielleicht noch aufs Klo gehen sollen. Das wäre vielleicht schlau gewesen. Ja, so ist das, ne? Im Leben, da fällt einem immer alles hinterher ein, was man vorher hätte machen sollen. Da kommen Cobbles rein, die kommen da hin. Glas, Sand, Gravel. Gravel? Haben wir eine Gravel? Ah, hier ist eine Gravelkiste. Gravel und Flint. Monsterkiste, haben wir noch was für die Monsterkiste? Nee. Aber in die Mining-Kiste kann noch ein bisschen hiervon. Und mit munterer Zelda-Musik, ja, übrigens, ich liebe Zelda, ja. Zelda ist mein Bro, ja. Weiß Bescheid. Mit munterer Zelda... Oh, hab ich denn die Eierkiste gepackt? Hab ich die hinten denn gepackt? Ach nee, die ist ja auch im Keller gewandert. Stimmt ja überhaupt, wir haben ja umgeräumt alles. Man merkt, es ist schon ein Weilchen wieder her, ne? Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gezockt. Ja, ich muss mal kurz nochmal mit meiner Tastatur hier mein Musikdisplay einblenden. Ich habe nämlich eine G19 von Logitech, ja, die hat ja so ein geiles LCD-Display. Das nutze ich auch sehr eifrig und regelmäßig, einfach weil es hammergeil ist, ja. Muss man einfach so sagen, das kann man echt nicht anders beschreiben, das Ding ist einfach total geil, ja. Und ja, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Was machen wir? Wofür wollten wir denn Cleanies haben? Wollte ich irgendwas mit Cleanies auskleiden? Haben wir doch schon. Ja, nur Cleanies überall. Gute Frage. Ach ja, wir wollten ja hier unseren Abgang sozusagen. Wollten wir mit Cleanies machen. So, eine Ship haben wir auch dabei. Wunderbar. Le Ship. Ja, und ja, wie geht's jetzt weiter? Vielleicht fragen sich jetzt einige, was ist denn jetzt der Grund dafür, dass du jetzt mit einmal am Stück aufnimmst? Oder längere Zeit am Stück? Ja, der Grund dafür ist ein recht simpler. Da habe ich ja gerade schon gesagt, ich finde, man schafft in einer halben Stunde immer nur so wenig, ja. Also man macht eine halbe Stunde was und dann hört man auf zu zocken und dann ist man irgendwie raus. Und dann fängt man irgendwann am nächsten Tag fängt man wieder an, eine halbe Stunde zu zocken und dann ist man wieder raus. Und irgendwie finde ich, man schafft immer so wenig, ja. Also man kommt irgendwie nicht so ganz vorwärts. Und damit das jetzt anders wird, ja, damit wir auch mal ein bisschen klotzen, ja. Ein bisschen was machen, ein bisschen was schaffen hier, ne. Habe ich mir gedacht, legen wir hier erstmal die Detector Rail hin. Und das Feuerzeug kommt erstmal weg. Blub.
So, und dann brauchen wir natürlich auch noch Redstone-Fackeln. Die habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Die können wir auch noch mal kurz holen. Hau-hepp. Und dann können wir auch gleich die Eisentür machen und eine Druckplatte. Oh, Spinni. So. Ja. Meine Nachbarn denken mir schon auch wieder, ich bin ein wenig irre geworden, aber bin ich eigentlich gar nicht so unbedingt. So, eine Eisentür. Dann Redstone-Fackelis. Hui. 13 Stück erstmal, das müsste erstmal reichen. Und dann brauchen wir noch ein paar Stickies. So. Jetzt muss ich überlegen, wie das ging. Hier Gold, glaube ich. Und dann da Redstone? Ja, so ging das. So, dann machen wir uns jetzt nämlich nochmal gleich ein paar Booster-Rails. Ja, das sind wahrscheinlich jetzt viel zu viele, aber das macht ja auch nichts. Ist ja auch nicht weiter schlimm. So, dann haben wir erstmal 26 Booster-Rails, das ist schon mal gut. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch noch normale Rails. Da kriegt man ja eigentlich reichlich raus, ja. So. Dann haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was von allem. Und dann essen wir erstmal einen Keks. Nom. So, und jetzt gehen wir wieder nach unten und machen da mal weiter. Hab ich gehört. Hui! So, da haben wir die Spitzhacke. Dann einmal das da weg, bitte. Einmal das da weg. Einmal das da weg. Und einmal... Wir machen das hier natürlich ordentlich... Nein, das da weg. Wir machen das natürlich ordentlich, ja. Wenn schon, denn schon. Wir machen hier keine halben Sachen oder so ein Scheiß, ja. Machen das hier alles komplett richtig und schön und so, ne? So, pling! Finde ich auch cool gemacht, ja. Jetzt ist hier zu, ja, und jetzt ist offen, ja. Finde ich total geil gemacht, muss ich echt sagen. Da haben sich die Entwickler dieses Texture-Packs wirklich mit Gedanken gemacht, ja. Ja, und wie geht's jetzt weiter hier bei mir? Wie man vielleicht gemerkt hat, in letzter Zeit war recht wenig los. Ich habe gestern, habe ich mal wieder ein bisschen Assassin's Creed aufgenommen. Auch nicht viel, aber so ein bisschen halt. Und ja, die Frage ist ihm so, ne, wie machen wir weiter? Und ich werde jetzt bei Assassin's Creed werde ich es hauptsächlich wahrscheinlich so machen, wirklich, dass ich sehr hauptquestlastig spiele, ja. Machen wir mal alle vier. Also, dass ich sehr hauptquestlastig spiele, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht alle Sidequests machen. Und einfach, weil, damit wir mal ein bisschen vorwärts kommen, weil ich finde es immer, ich finde es eigentlich schade. Assassin's Creed ist echt geil gemacht, da gibt es auch echt viel zu entdecken. Aber das ist so, also für mich ist Assassin's Creed eben, ich spiele gerne Rollenspiele, ja. Aber ich finde, es zieht sich so. Ich hasse Rollenspiele, die sich in die Länge ziehen. Ich kann die nicht ab, mag ich nicht. Weiß nicht warum, ist einfach so. Ich mag einfach nicht Rollenspiele, die sich so in die Länge ziehen. Und ich finde, das ist bei Assassin's Creed schon ziemlich, also man spielt ja erst den Vater, ja. Und dann spielt man den Sohnemann und jetzt sind wir mit dem Sohnemann dabei, dass der herausfindet, wer sein Vater ist. Ist ja von der Story her eigentlich ganz geil, ja, gebe ich auch zu. Ist geil gemacht, ja. Voll die geile Idee, ja. Schön und gut. Aber es zieht sich einfach so. Vielleicht empfinde ich das auch nur so, kann ja sein. Aber ich muss sagen, ja, der erste Assassin's Creed Teil, das war einfach mehr... Ja, mehr Action kann man eigentlich nicht sagen. Das war einfach, das ging schneller von der Hand, sag ich mal, ja. Ja, da hatte man schneller seine Erfolgserlebnisse. Man musste nicht erst rausfinden, wer ist mein Vater und was macht mein Vater. Und dann dieser ewige Krieg da zwischen Tempelrittern und, zwischen Templern und Dings. Das finde ich auch, ist so ein bisschen in die Zukunft einfach irgendwie reinprojiziert. Und man hat sich so ein bisschen gedacht, ah, wir müssen mit der Story weitergehen, ja. Aber müssen dabei auch in die Zukunft gehen, also nehmen wir einfach gehen wir ins Mittelalter und hauen da einfach ein paar Templer rein. Ja. Ist ja im Grunde keine schlechte Idee, gibt es ja auch den einen oder anderen Film zu, ja. Ist ja alles kein Problem, ne, kann man ja machen. Aber, ich muss mal gucken, auf welcher Höhe wir sind. Pling, 46. Aber dann finde ich, irgendwann ist genug mit diesem ganzen Zeug. Also ich meine, es gibt jetzt glaube ich drei Filme dazu, ja, zu diesem Thema. Dass die, oh, Mine, hammergeil. Hammergeil, ich habe eine Mine gefunden. Die Frage, machen wir das? Gehen hier weiter.
Erstes Feld. Zweites Feld. Drittes Feld. Und da ist noch Silber. Silber, Silber. Silbri, Silbri. 1, 2, 3, 4. So, und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt ganz sneaky, ja. Wie wir nun mal so sind, ja, sneaky, sneaky. Und machen uns jetzt hier so eine kleine Base, ja. Das heißt, wir hämmern hier erstmal das Silber weg. Natürlich auch 3 hoch, ist ja klar, ne. Ist ja selbstverführlich ist das, ja. So, einmal hier ein bisschen aufräumen. Da was hinklatschen. Ach, wohin klatschen? Da auch was hinklatschen. So, welche Höhe sind wir? 42. Da machen wir hier so eine Art Zwischenlager, könnte man sagen. Ja. Oh. Du blöder Pilz, geh weg da. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass mir da keiner reinhüpft. Das wäre etwas ärgerlich, muss ich ja zugeben, ja. Und ich muss aufpassen, dass mein Laptop nicht ausgeht. Ups, jetzt war ich gerade hinter dem Mikro. Ich muss aufpassen, dass mein Laptop nicht ausgeht. Das wäre nämlich allzu ärgerlich. Ja, das wäre etwas Kackiges, könnte man sagen. Oh. So, ja, Da oben kriegen wir dann hoffentlich keinen Besuch, ja. Machen einfach mal da schon dicht. So, 2 nach da. 2 nach da. Müssen wir mal gucken, dass wir hier jetzt nichts über unserem Kopf haben. Doch, da ist natürlich auch offen. Warum auch nicht, ja? So, dann können wir aber hier schon mal alles wegruppen. Jawohl, das geht. So. So und so. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Licht, ne? Bisschen, man soll ja nicht mit Strom sparen und so, ne? Ja. Eine Detector Rail. Dahin, dann eine normale Rail dahin und dahin. Dann geht's hier hoch. Ah, ja, müsste da ja auch eine Booster Rail hin. Geht das? Ja, das geht. Wunderbar. Dann machen wir da die Fackel hin. Dann muss da noch ein Button hin. Ein Button. Da haben wir unseren Button. Der kommt daher. Wenn ich dann da drauf drücke, wird das. Jawoll. Oh, da war ein Zombie. So, dann bauen wir hier einmal ein wenig aus, ja. Gut, dann kriege ich hier eben Damage, wenn ich aussteige. Das macht ja auch nichts. Ist jetzt ja nicht so schlimm, ja. Wir sind ja nicht so zimperlich. Hoffe ich mal. Oder? BA? Bist du zimperlich? Nein, ich bin nicht zimperlich. Ja, okay. ja. Jedenfalls, was wollte ich gerade sagen? Ich habe es vergessen. Ich merke mir so Sachen immer nicht, was ich sagen will. Sollte ich vielleicht mal mit anfangen. So, dann haben wir hier unseren Kreis. Wunderbar. Kommt das Ding hier runtergejuckelt, fährt hier einmal rum und knallt dagegen. Gut. Da stoßen wir uns da dann schön den Kopf bei. Und ich habe, doch, habe ich noch. Na, ein paar Klinis haben wir noch, okay. 10 Stück. Das wird, glaube ich, knapp, aber vielleicht reicht's. Können wir mal gucken. Ja. 1, 2. Ja, es reicht. Wunderbar. Das ist ja super. So. Dann haben wir hier unsere kleine Base, würde ich mal sagen. Jetzt die Frage, wie machen wir das? Hier ging's runter. Hier bin ich runtergefallen. Genau, hier. 1, 2, 3. 3 runter. Und 3 in die Richtung. Das heißt, wenn wir im Grunde hier uns einen Ausgang bauen. Hier. Oder da, ist ja völlig egal. Irgendwo hier.
Wenn wir uns irgendwo hier einen Ausgang bauen, könnten wir uns da zurückbauen und wären dann in dem Minensystem. Aber geil, ey, dass wir eine Mine gefunden haben. Hoffentlich finden wir da Melonensamen, das wäre richtig geil. Ja. Wenn wir Melonensamen haben, weiß ich auch schon, was wir damit machen. Nämlich die Melonen anpflanzen. Ja. So, dann brauchen wir einmal ein Eisentürchen. Wunderbar. Und dann testen wir jetzt einmal unsere Minecart-Strecke hier. Bam. Los geht's. Ab nach unten. Jawohl, das funktioniert, 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 funktioniert. Und einmal aussteigen. Einmal das Ding da runter punchen. Einmal hier einsteigen, Knopf drücken und... Na, ganz toll. Was hat da jetzt... Achso. Ja, genau. Da könnte es vielleicht dran liegen. Nee. Hm. Wie habe ich das denn oben gemacht? Warum ging das hier unten? Warum ging das oben und unten nicht? Was ist da los? Vielleicht war da nämlich direkt eine Booster Rail war. Das kann sein. Hm, ich guck mal. Ich kann auch runterfahren. Das macht viel mehr Spaß. So, ich bleib ja unten eh stecken, weil ich ja gerade die eine Torch weggehauen habe. Rem. Da ich ja. So. Ah, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Hm. Hm. Ich probiere mal kurz was aus. Moment. Momentchen. Ja. So, angenommen, wir versetzen das Ganze. Machen so. So, dann hier die normale Rail rum. Ah ne, er muss ja dann nicht noch weitergehen. Ah, Fehler. Hm, dann hauen wir das ja mal kurz weg. Ja. Ich muss gerade ein bisschen denken, deshalb bin ich etwas ruhiger. Das ist ja immer so bei mir, wenn ich denke, dann werde ich ruhig. So, wir sind jetzt einen weitergegangen. Das heißt, da das hin, da das hin, da das, dann da den Stone. Das drauf, das dahin, das dahin. So. So müsste das ja eigentlich gehen, hoffe ich mal. Probieren wir mal aus, mal gucken, ob es klappt. Ich meine, oben funktioniert es ja auch, dann müsste das hier unten eigentlich auch funktionieren. Nee. Das finde ich jetzt frech. Warum funktioniert das nicht? Hm. Ich hole es einfach nochmal aus. Ah, ich habe noch eine Idee. Hm. Ja, schwere Frage. Woran liegt's? Ich habe noch eine Idee. Noch was ausprobieren. Redstone dabei? Ja. Vielleicht ahnt der ein oder andere schon, was ich jetzt vorhabe. Uff, da war die Spitzhacke hin. Spitzhacke hinfort. So, dann brauchen wir das. Und natürlich das hier. Vielleicht weiß der ein oder andere schon, was geplant ist. Und da noch einmal runterbuddeln. So. Jawohl. So, wenn ich jetzt das hier zumache und da eine Detector Rail drauflege. Und da jetzt ein Minecart draufstelle. Dann läuft da Strom durch. Das ist richtig. So, was ich jetzt aber nicht verstehe, warum dreht die sich nach da, die Weiche? Dreht sie automatisch nach da? Wisst ihr was, Leute? Ich hab die Schnauze voll, mach das anders.
Ich habe eine schlaue Idee, glaube ich. Ist mir zu kompliziert hier, Redstone, bla bla, ja, braucht doch keiner. Zombie halt die Fresse da oben. So, so. So, hier machen wir einmal zu, ne? Einmal dicht, sozusagen. Was ich nämlich gerade mir überlegt habe, ob das vielleicht einfach damit zusammenhängt, wie man das Ganze ausrichtet, ja? Also, dass zum Beispiel, dass das irgendwas mit, es gibt ja auch bei Wasserleitern, gibt es ja auch diesen, oder gab es früher zumindest, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, gab es ja früher das Problem, dass man da in einer bestimmten Ausrichtung, Himmelsrichtungsausrichtung, sag ich mal, machen musste, bauen musste, weil die sonst nicht funktioniert haben. Was ich jetzt gerade als Idee habe, ist, dass man das jetzt hier auch so machen muss, dass das hier immer noch so ist. Mal gucken, was passiert. Mein Kart drauf. Mein Kart runter. Ja, funktioniert. Hammer geil. Einmal Testfahrt. Jawohl, einmal hochfahren bitte. Ich bin unterwegs nochmal snacken. Uff, da kriege ich dann immer ein bisschen Damage, weil ich oben in die Decke reinspringe. Aber das macht ja auch nichts. Das ist jetzt nicht so wild. Das halbe Herz kann ich, glaube ich, gerade noch so verschmerzen. So, und runter müsste jetzt eigentlich genauso funktionieren. Außer, dass da man wahrscheinlich mal ein bisschen leckt. Einfach aus einem einfachen Grund. So. Weil nämlich, da ja das Minensystem drunter ist. Und ich schätze, das ruckelt dann einfach. Weil das Minensystem bringt mein Spiel zum Ruckeln. Ja, hammergeil. Jetzt haben wir hier eine Minenbahn. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, aber nach oben wieder. Gut, das funktioniert. Damit hätten wir die Aufgabe schon mal erfüllt. Und wir haben noch dazu einen Minenschacht gefunden und ich bin derbe happy drüber, ja. Weil das immer so. Minenschacht war immer. Ja, Minenschacht. So. Oh, Holz und Latten. Zaunlatten. Kühlschrank, Rohkost. Na, machen wir hier mit rein. So, Mining kommt ja sowieso da rein. Redstone kommt auch da rein. Schienen kommen da jetzt auch rein. Ist mir völlig egal. So, das Minecart brauchen wir. Und ich habe Muskelkater. Ich sitze zu ungerade. Wir haben meinen Laptop hier. Hallo, Laptop. Oh, ich dachte gerade, das wäre ausgegangen, Alter. Ich wollte schon Schreck kriegen. Ich muss mal kurz was am Laptop machen. Moment. Einmal in den Energieoptionen, ja. Weitere Energieoptionen. Energiesparmodus einstellen. So, Bildschirm, Energiesparmodus. Niemals. Sonst geht nämlich nach einer halben Stunde mein Bildschirm, mein Dings hier aus, ja. Ja, Bildschirmhelligkeit kann er von mir aus auch so regeln. Änderungen speichern. Sehr gut. So, dann einmal hier Bildschirm aus, bitte. Woanders da. So, wunderbar. Ja, ich wollte nur, dass das nicht, dass hier gleich irgendwie mein PC abkackt und dann. Verarscht. So, dann haben wir noch ein paar Pilzchen. Ja, was haben wir im Kühlschrank noch? Pilze haben wir noch. Sehr gut. Baked Potatoes haben wir auch massig. Cookies haben wir auch massig. Hühnchen sowieso. Steaks auch. Also ich würde sagen, wir sind ganz gut versorgt, was Nahrung angeht. Ich hatte auch schon mal drüber nachgedacht. Hallo! Diese Welt auf den Server zu exportieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht so der Minecraft Modding und bla bla Pro, ja. Ich habe da nicht so einen Plan von, ehrlich gesagt. Aber ich fände es geil, wenn das gehen würde, ja. Muss ich ja ehrlich sagen. Ich fände das ziemlich nice. So. Ich hüpfe durch die Gegend. Ich bin ein Slime. So, ja, was machen wir denn jetzt? Ach, wir gehen erstmal runter in den Keller. In den Keller und lachen eine Runde. Oh, wir haben gar keine. Auch mehr Öfen, habe ich gerade festgestellt. Haben wir noch Kohle? Sehr gut, wir haben noch Kohle, das brauchen wir auch. So, dann würde ich sagen, was bin ich denn gerüstet? Ich bin eigentlich ganz gut gerüstet. Ich habe zwar nur 7 Levels, könnte eigentlich mal ein bisschen leveln gehen. Nicht so wie ihr jetzt denkt, ja, Monster verkloppen. Nein, wir lassen einfach unsere Hühner vögeln. Da kriegen wir viel mehr EP bei, glaube ich. Voller Plan. So, jetzt brauchen wir aber erstmal noch ein paar Ofen hier. La la la. Na komm, machen wir mal 3 Stück.
So, ist nun die Frage, wo stellen wir die hin? Da geht nicht. Da. Und da. Sehr schön. Sieht auch super aus hier, ne? Angebunden, mit Verkehrsanbindung sozusagen. So, da kommen auch nochmal ein paar Cobbles rein. Und da kommen auch noch ein paar Cobbles rein. Und da kommen auch noch ein paar Cobbles rein. So, und den Rest, die restliche Kohle verfeuere ich, hau ich einfach hier drauf. Passend zur Musik. Oh. Möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? Nein. Oh, hoffentlich geht jetzt mein Fullscreen noch. Ja, natürlich geht er nicht mehr. Ja, dann machen wir eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja. Ach, jetzt ist es doch wieder eine 30-Minuten-Folge geworden. Scheiße. Ja, eigentlich wollte ich durchgehend aufnehmen, aber jetzt ist mein Windows mir dazwischen gesprungen und geht mir jetzt auf den Sack. Ja. Wir sehen uns einfach gleich wieder, ja. Macht's gut und bis dann. Tschüss.